So, kurz zu mir. Ich bin der Jessin, bin bald 25 Jahre alt, komme aus der Schweiz und arbeite Teilzeit und studiere Teilzeit Betriebsökonomie. In meiner Freizeit bin ich sehr gerne und sehr viel draußen, sei es laufen, joggen, wandern, Bergtouren, Fahrradfahren und drinnen mache ich auch sehr viel Sport, und zwar CrossFit ist eine meiner Leidenschaften. Und ja, außerdem bin ich ein großer Outdoor-Enthusiast seit meiner Zeit beim Militär und seit ich Fritz Kanal entdeckt habe. Und ja, versuche mich immer wieder an neuen Outdoor-Methoden, Bushcraft, bisschen Survival und ja, und liebe es einfach, über mich hinauszuwachsen und neue Herausforderungen anzunehmen und an denen zu wachsen. Genauso wie Seven vs. Wild Staffel 3. Und genauso gut bin ich ein sehr, sehr guter Teamplayer wie auch Soloplayer. Also ich denke, ich komme mit so gut wie jedem zurecht und habe ein sehr großes Talent dafür, Leute zu motivieren. Genauso wie mich selber, über sich hinauszuwachsen und einen Schritt weiter zu gehen. Und ich freue mich wirklich, dieses Video präsentieren zu dürfen, mich präsentieren zu dürfen und die Chance zu haben, mich als Teil der Community bewerben zu dürfen, um die Community bei der dritten Staffel vertreten zu können. In meiner Zeit beim Militär und auch privat war ich auch oft bei den schlimmsten Wetterbedingungen draußen übernachten, bivakieren. Nahrungssuche habe ich mich, ganz ehrlich zu sein, noch nicht so viel damit befasst, aber das ist ein Projekt, das ich mit großem Herzen gerne angehen werde in der Vorbereitung, falls ich angenommen werde, falls ich auserwählt werde, bei der dritten Staffel dabei sein zu dürfen. Und ja, so viel zu mir, so viel von Jessin. Let's fucking go! Guten Morgen allerseits. Ich befinde mich gerade auf dem Weg zu meinem allerersten Fallschirmsprung für meine Bewerbung bei Seven vs. Wild. Es hieß, macht etwas, was ihr noch nie gemacht habt und filmt euch dabei. Da muss ich gar nicht lange fackeln. Ich habe ja schon lange Höhenangst. Ich habe einfach Höhenangst und ich versuche mich in letzter Zeit immer wieder diese zu stellen. Letztes Jahr war ich das erste Mal klettern. Ja, draußen an einer Wand mit einer guten Kollegin von mir. Ich war, keine Ahnung, vielleicht auf 4-5 Metern. Und schon das war eine ziemliche Herausforderung für mich. Und dann dachte ich, als ich das Video für diese Wildcard gesehen habe, ganz spontan: Fallschirm springen, Ängste stellen, let's go. So, jetzt bin ich gespannt, wie das wird. Der Flug findet in Deutschland statt. Ich bin jetzt hier gestartet, 5.29 Uhr. Um 10 Uhr sollte der Flug sein. Bin gespannt. Let's go! So, hier sind wir wieder. Anderthalb Wochen später. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze zusammenschneiden werde, aber vor anderthalb Wochen war ich in Deutschland für meinen ersten Sprung, den ich in Deutschland gebucht habe. Der wurde ja leider storniert. Und ich hatte immer wieder Ersatzsprünge, die geplant waren, die alle drei Tage wurden wegen des schlechten Wetters immer wieder verschoben oder abgesagt. Und jetzt, heute, sieht es wirklich so aus, als könnte ich endlich springen, in der Schweiz diesmal. Das ist die Aussicht aktuell. So. Das Wetter ist nicht optimal, es ist bewölkt, aber ja, scheiß drauf. Ich will jetzt einfach diesen Sprung haben, die ganze Zeit bin ich am Adern. Ey, wie wird das? Ich war schon vor anderthalb Wochen so nervös und jetzt einfach irgendwie ist es ein bisschen flöten gegangen, weil es immer wieder verschoben wurde. Ich bin so gespannt auf diesen Sprung. Ich muss es einfach machen und endlich meine Bewerbung einreichen.
Das war mein Erlebnis für die Bewerbung bei Seven vs. Wild. Ja, und ich freue mich noch viele weitere Erlebnisse zu erleben und für euch hier zu dokumentieren und in der einen oder anderen Person auch die Lust zu wecken, ein bisschen mal was Neues zu probieren, was Neues. Das war wirklich, ich glaube, ohne diese Bewerbung von Seven vs. Wild, ich hätte das nie probiert. Ich hätte das vielleicht nie probiert, ich weiß nicht. Vielleicht wäre irgendwie anders mal der Anstoß gekommen, sowas zu versuchen, aber ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe. Es war so eine geile Erfahrung, wirklich so geil, der Hammer. Für Seven vs. Wild, ich hoffe wirklich, dass meine Bewerbung hier, dass ich gut ankomme bei der Community. Ja, ich will da raus, ich will für uns alle aus der Community, will ich dorthin und einfach diese Chance packen und ja, das Beste daraus machen, mal so etwas zu erleben. Und falls nicht klappt, dann mache ich es einfach auf eigene Faust. So, mein Name war Yassin, hat mich gefreut und wir sehen uns.